In diesem Video nehme ich dich mit in unseren Urlaub auf die schöne Insel Rømø in Dänemark. Ich zeige dir unser Ferienhaus, wo wir unsere Urlaubswoche verbracht haben. Du bekommst ganz viele Einblicke in hügelige Momente und ganz viele Sonnenuntergänge und Strand-Content zu sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bleib dran und genieße es und lass es einfach auf dich wirken. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und Lust hast, meinen Dänemark-Vlog anzuschauen und ein bisschen Einblicke in unseren letzten Spätsommerurlaub auf Rømø zu bekommen. Ich verspreche dir, es wird richtig schön, hügelig und du wirst so eine richtig schöne Urlaubsatmosphäre erleben. Hoffentlich ein bisschen so, wie ich sie vor Ort auch erleben konnte. Und ja, jetzt sitze ich hier so und denke so ein bisschen über diesen Urlaub nach, beziehungsweise denke daran zurück und jedes Mal empfinde ich wieder so dieses Glück und diese Freude, die ich verspüre, wenn ich vor Ort auf der Insel bin. Für uns ist es einfach wie ein zweites Zuhause geworden, die Insel Rømø in Dänemark. Es ist einfach wunderschön dort, diese herrliche Natur, diese riesigen, weiten Strände, wo man auch mit dem Auto rauffahren kann und dann auch direkt bis ans Wasser kommt. Es wird einfach jeder dort auf seine Kosten kommen, der gerne in der Natur ist und ja, einfach ein sehr naturverbundener Mensch ist, würde ich mal sagen. Und jetzt trinke ich gerade einen Tee aus meiner Dänemark-Tasse. Westküsten, ich finde dies so, so, so schön. Ein lieber Gruß und Dank geht nochmal raus an dich, Wenke, an dieser Stelle. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, ein bisschen privat hin und her geschrieben und uns dann auch angefreundet. Und es ist einfach so schön, wie man sehen kann, dass Social Media eben auch tatsächlich verbindet. Und sie hat mir dann diese wunderschöne Dänemark-Westküstentasse aus ihrem Dänemark-Urlaub mitgebracht. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut und ja, die gibt mir mal so ein richtiges Urlaubsgefühl, wenn ich daraus trinke. Und auch diese schönen Farben. Und man sieht hier auch eine untergehende Sonne drauf. Und tatsächlich haben wir auch in unserem letzten Urlaub und auch generell in den Urlauben auf Rømø die schönsten Sonnenuntergänge gesehen. Oder ich zumindest die schönsten Sonnenuntergänge überhaupt. Und habe das jedes Mal wieder so atemberaubend schön gefunden. Das ist immer wieder ein Urlaubshighlight für mich. Ja, und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach gleich mal los. Ich habe in dem Urlaub wie immer ein bisschen für dich mitgefilmt. Ich sag wenig tatsächlich direkt in die Kamera rein, weil ich immer mehr so diese Natur filme. Aber ich mache dann immer gerne ein Voice-Over drüber, sodass ich dir dann daneben dann doch nochmal was dazu erzählen kann. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, wie ich das schön für dich zurechtgeschnitten bekomme. Und ich hoffe, dass du somit einiges ja, von der Insel an Eindrücken mitnehmen kannst. Und auch, was eben ganz wichtig ist, einfach ein schönes Gefühl beim Zuschauen hast. Denn auch ich hatte dieses Urlaubsgefühl, dieses Urlaubshoch, so dieses tiefe Glück, einfach da zu sein, in diesem Moment immer wieder gespürt und auch ganz viele Hügelmomente genießen können. Mit Kerzen und ja, einfach ganz viel Gemütlichkeit. Das darf in Dänemark auch einfach nicht zu kurz kommen. Also lass dich überraschen. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor es jetzt aber wirklich endlich mal losgeht, möchte ich gerne nochmal sagen, dass ich mich riesig über ein Abo von dir freuen würde. Wenn dir dieses Video und generell auch meine Videos gefallen, dann wäre das einfach die größte Freude und Unterstützung, die du mir geben könntest. Insofern, ja, unterstütze mich gerne. Das ist so ein bisschen auch der Lohn für meine Arbeit hier, denn so ein Video zu schneiden und zu filmen ist ja schon immer ein Stück weit Arbeit, auch wenn es für mich selber auch immer eine ganz tolle Erinnerung ist. Aber ich mache es ein bisschen, ein Stück weit natürlich auch für dich oder für euch hier auf YouTube. Insofern unbedingt folgen und gerne auch einen Kommentar da lassen. Vielen Dank an dieser Stelle und jetzt geht's wirklich mal los. Los geht's mit der Fahrt über den Rømø-Damm. Das ist ein ca. 9,2 Kilometer langer Straßendamm,
der die Insel Röhmö mit dem Festland bei Skærbæk verbindet. Und das ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man über diesen Damm fährt. Hier haben wir in einer der beiden Straßenbuchten gehalten. Das mache ich auch mal ganz gerne, gerade wenn man ankommt, ein bisschen diese schöne Nordseeluft schnuppern und man kann so direkt dieses Inselgefühl erleben und diese frische Luft in sich aufsaugen. Da gehört es auch für mich dazu, das Fenster runter zu machen und sich einmal so richtig den Kopf durchpusten zu lassen. Und hier ist dann auch die zweite Straßenbucht und jetzt sind wir gleich auf der Insel angekommen. Und zwar genau jetzt. Und es fühlt sich immer wieder an, als wäre man wieder in seinem zweiten Zuhause angekommen, weil Röhmö ist halt für uns einfach wie ein zweites Zuhause, weil wir uns da so wohlfühlen. Und hier sind wir auf dem Weg zum Ferienhaus, wo wir jetzt auch direkt angekommen sind, im Gögevej 6 in Bulilmark, oben auf der Insel, auf Röhmö. Und hier siehst du ein bisschen das Ferienhaus, was ich dir jetzt einmal zeigen werde. Ich habe es immer liebevoll Villa Kunterbunt genannt, weil es eben so schön bunt aussah. Von außen wurde es blau angestrichen und von innen hatte jedes Zimmer eine andere Farbe. Fand ich ganz witzig. Hier sieht man schon direkt die große Terrasse und dann gehen wir einmal ums Haus herum und vorne zur Schlüsselbox. Das heißt, man kann den Schlüssel direkt am Ferienhaus bekommen und muss nicht extra zum Servicebüro fahren. Und so sieht das von innen aus. Wir haben hier eine Küche bzw. eine offene Wohnküche und hier siehst du schon den Wohnbereich. Es ist alles super hell gewesen dort und einfach total gemütlich und wie du siehst auch die Wände in Rot angestrichen, hat ja total zu Dänemark gepasst. Und hier wurden wir auch wieder von Ferienpartner sehr nett empfangen mit so einer Urlaubsbox, wo man so ein paar Souvenirs drin aufbewahren kann und wo noch ein paar Karten drin sind, die man sich einfach anschauen kann, wo so ein paar Urlaubs- und Erlebnistipps einfach drauf sind. Dann haben wir hier den Wintergarten. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight an diesem Ferienhaus und hier auch wieder eine der beiden Terrassen, sodass man immer wandern konnte, je nachdem, wo die Sonne gerade war. Und es war wirklich sehr, sehr gemütlich. Wenn man ankommt, dann schaut man sich ja immer erstmal alles in Ruhe an. Danach fängt man an, so langsam auszupacken und sich dann auch mal ein bisschen auszuruhen und eben erstmal so richtig anzukommen. Hier haben wir nochmal ein Kinderzimmer. Das Wohnzimmer hier nochmal aus der anderen Perspektive. Das Bild an der Wand fand ich auch richtig cool. Und ja, ein schöner Esstisch aus Holz, ein Schreibtisch, hier nochmal ein Blick auf die große Terrasse und dann gehen wir jetzt gleich mal in Richtung der Schlafzimmer und des Badezimmers. Das war hier nochmal in so einer Art Anbau. Also hier haben wir ein Schlafzimmer. Die Betten waren auf jeden Fall sehr bequem und es war auch alles ganz liebevoll eingerichtet. Und hier haben wir das zweite Schlafzimmer. Das haben wir jetzt zu zweit gar nicht gebraucht, aber es wäre auch noch da gewesen. Und ja, hier sind wir wieder zurück im Wohnzimmer angekommen und wie schön sieht dieser Wintergarten einfach aus. Ich habe mich da echt drin verliebt. War einfach richtig herrlich. Also so total gemütlich. Auch wenn es geregnet hat, habe ich mich da sehr gerne aufgehalten und habe dann so ein bisschen trotzdem das Gefühl gehabt, eben draußen und gleichzeitig aber auch drin zu sein. Das war echt schön. Und hier hat die Sonne so schön reingeschienen. Und ich musste es einfach unbedingt für dich festhalten, weil ich fand, das sah so, so schön und hügelig aus. Und hier siehst du das Haus nochmal von außen. Hinter dem Haus war nämlich so eine Art Hügel, da konnte man raufgehen. Und von dort aus konnte man das Haus auch nochmal richtig gut sehen, aus eben einer anderen Perspektive. Und wenn ich jetzt die Kamera umdrehe, dann haben wir einen Blick ganz bis nach La Kolk an den Strand. Du siehst es jetzt hier vielleicht nicht ganz auf dem Video, aber ich habe tatsächlich ganz hinten ein paar Drachen erkennen können und auf jeden Fall war dort die Richtung des Strand in La Kolk. Und auch noch eine schöne Bank stand hier, wo man sich abends den Sonnenuntergang anschauen konnte, was ich tatsächlich auch mal gemacht habe. Und das war einfach jeden Abend ein Highlight. Am ersten Abend konnte ich es mir nicht nehmen lassen und wir sind direkt nochmal zum Strand in La Kolk gefahren. Es ist so, so schön gewesen. Gleich am ersten Tag wurden wir mit wunderschönem Wetter und Sonnenschein begrüßt. Das kann man hier auch so gut sehen. Und ich habe es einfach so sehr geliebt, besonders in den Abendstunden nochmal zum Strand zu fahren, weil ich ein absoluter Sonnenuntergangsfan bin.
Fanatiker bin, wenn man das so sagen kann. Also ich liebe Sonnenuntergänge, aber okay, wer liebt die nicht? Die sind halt einfach auch super schön anzusehen. Und es war wirklich so schönes Wetter, dass ich zuerst mit meinen Gummistiefeln nochmal ins Wasser gegangen bin. Dann dachte ich mir, warum nicht auch gleich barfuß? Es ist doch tatsächlich irgendwie so schön. War zwar ein bisschen kalt, aber doch irgendwie schön. Und das Wasser war so klar. Das sieht man hier auch so toll. Und ich liebe das ja, wenn die Sonne auf dem Wasser glitzert, dann immer tiefer steht. Und hier habe ich nochmal Römö und ein Herz in den Sand gemalt. Das darf einfach in keinem Urlaub fehlen. Ich finde das einfach so schön. Ach Gott, da kriege ich gerade schon richtig wieder Sehnsucht, wenn ich das jetzt sehe und selbst nochmal Revue passieren lasse. Und hier siehst du, die Sonne geht immer weiter unter, sie steht immer tiefer und auch das Licht, ne, es wird immer wärmer und immer, ja, kräftiger, orange, rötlich, der Himmel verfärbt sich immer mehr und dieses Gefühl und dieser Moment dann am Strand zu sein und das zu sehen, das ist wirklich magisch, also das muss man einfach mal erlebt haben und das kann man einfach nur lieben. Und hier fand ich auch gleich nochmal das Szenario, wo jetzt die Sonne tatsächlich auch ganz kurz davor ist, unterzugehen. Sieht man auch nochmal, wie es sich wirklich auch schon verändert hat. Es wurde schon langsam ein bisschen dunkel, einfach nur schön. Das Tolle auf Römö ist einfach auch diese vielfältige Natur. Hier siehst du, wie wir einmal einen Plantageweg in Bulilmark reingegangen sind. Da vorne ist auch schon mein Mann. Wunderschön ist einfach diese Heidelandschaft hier gewesen. Ich finde, die Heide ist so, so schön anzusehen, besonders wenn sie blüht. Hier hat sie, glaube ich, schon langsam wieder so ein bisschen aufgehört, aber sie war schon noch in ihrer letzten Blütezeit, glaube ich. Ja, und der Weg ging dann bis zum Höstbjerg. Das ist ein circa 19 Meter hoher Berg auf Römö in Bulilmark, wo mein Mann dann nochmal hochgegangen ist, weil ich das gesundheitlich einfach nicht geschafft hätte. Aber ich war froh, überhaupt schon bis hierhin ein bisschen mal einen Einblick bekommen zu haben. Und es war einfach so richtig entspannend und schön, über diesen Sandweg zu gehen und gleichzeitig ja so diese Natur so richtig genießen zu können. Dann wechseln wir mal wieder zum Strand. Jeden Abend, wirklich jeden Abend, sind wir nochmal zum Strand gefahren, entweder nach La Colque oder zum Sonderstrand und haben uns dort den Sonnenuntergang angeschaut. Und hier war ich noch einmal oben an den Dünen und da war zwar noch kein Sonnenuntergang, aber den haben wir dann später da auch noch gesehen. Und das Wetter war einfach toll. Wir hatten den schönsten Spätsommer, bis auf zwei Regentage zum Ende hin noch. Das werde ich dir auch nochmal zeigen, aber ansonsten war alles tipptopp, einfach nur toll. Die Abende haben wir dann immer ganz gemütlich ausklingen lassen. Ich habe dann für eine hügelige Atmosphäre gesorgt und Kerzen angemacht und das gab eine tolle Teekanne im Haus. Wir haben tatsächlich keine Teekanne zu Hause und mir deswegen vor Ort jeden Tag eine volle Kanne Tee gemacht und die auch schön immer ausgetrunken. Und ich fand das da so gemütlich aus. Die hatten hier auch noch so einen schönen Kerzenhalter mit so in so Häuserform und dieser Anblick mit den Kerzen und der Teekanne. Fand ich richtig toll und das gehört für mich zum Dänemark-Urlaub auch immer dazu. Und weil es so schön war und ich mich selber nicht daran satt sehen konnte, gibt es hier nochmal einen weiteren Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Hier wieder am Strand in La Colque, direkt am Wasser. Ich habe mich dann da immer hingesetzt mit meinem Strandstuhl und das richtig wie so ein Fernsehformat genossen und einfach nur zugeschaut, wie die Sonne immer weiter untergeht. Das war wirklich toll. Und es hat auch wirklich viele Leute beeindruckt und ganz viele Menschen haben sich immer versammelt dort zum Sonnenuntergang. Die letzten Tage im Urlaub hatten wir dann Regen und zwar nicht gerade wenig, aber auch dort gab es nochmal ein paar trockene Stunden, wo sich auch die Sonne nochmal gezeigt hat. Und insgesamt war das auch richtig gemütlich, wenn es mal geregnet hat. Hier sieht man das, dass es wirklich doll geregnet hat und an einem Tag war es auch noch sehr windig, sodass uns richtig die Stühle von der Terrasse weggeflogen sind. Ja, und ich habe es mir dann, als ich das morgens gesehen habe, wie doll das draußen regnet, habe ich gedacht, mache ich mir das drin mal so richtig gemütlich und habe es mir dann, ja, nach dem Frühstück hier im Wintergarten hügelig gemacht und im Prinzip, ja, so ein bisschen diese gleiche Hücke-Stimmung, wie ich die sonst abends immer schon hatte, auch im Wintergarten tagsüber jetzt mal genossen. Mit Kerze und Teekanne und einem guten Buch habe ich mich da einfach so hingechillt aufs Sofa und rausgeschaut. Und das war so gemütlich, dass man es drin so richtig schön hatte und gleichzeitig draußen dem Regen zuschauen konnte. So kann Regen auf jeden Fall auch richtig gemütlich sein. Aber tatsächlich habe ich mich dann danach auch nochmal dick eingepackt und bin nochmal eine kleine Runde spazieren gegangen und habe mich ein bisschen durchpusten lassen. Irgendwie hat es auch gut getan.
Ja, und wenn das nicht gemütlich ist, weiß ich auch nicht. Also das ist für mich Hygge. Und genau das liebe ich auch so sehr am Ferienhaus. Weil egal wie das Wetter ist, es ist immer schön in Dänemark. Und wenn man dann noch so eine tolle Unterkunft hat, dann kann es einem einfach nur gut gehen. Und lass das jetzt gerne einfach ein bisschen auf dich wirken. Tatsächlich hat sich dann am Nachmittag aber auch nochmal wieder die Sonne gezeigt und dann sind wir nochmal kurz zum Strand in La Colque gefahren. Und wie man hier sieht, es war zwar bewölkt, aber man konnte trotzdem richtig gut hier sitzen und ich habe ein bisschen diese Möwe da beobachtet und einfach ein bisschen dem Treiben am Strand zugeschaut. Und hier waren wir an einem weiteren Tag nochmal abends am Sönderstrand. Da hat es auch gerade wieder geregnet, aber wir haben trocken im Kofferraum gesessen. Das war auch irgendwie richtig cool. Und danach wurden wir dann doch noch mit einem richtig tollen Sonnenuntergang überrascht. So wie er die letzten Tage halt eben nicht aussah. Einfach mal nicht wie aus dem Bilderbuch, aber trotzdem super, super schön. Und das ist doch auch toll, wenn es mal ja so ein bisschen anders aussieht als die letzten Tage, wenn die Sonne untergeht. Hier siehst du, wie sich diese dicken Wolken davor geschoben haben. Und das war irgendwie auch einfach richtig, richtig beeindruckend. Zum Abschluss folgen noch ein paar Bilder von mir und meinem Mann aus dem Urlaub, weil ich davon keine Videos hatte. Das bin ich auch, auf der Bank hinter dem Ferienhaus. Und hier bin ich am Sönderstrand zu sehen, auf den Dünen. Da war gerade der Sonnenuntergang. Das ist mein Mann und ich finde das Bild einfach genial. Wir haben beide Bilder von uns gegenseitig mit meiner Dänemark-Flagge gemacht und ich finde, das hat sich richtig gelohnt. Das sind so tolle Bilder geworden und zeigt einfach, wie sehr wir uns dort wohlfühlen. Hier sitze ich auf meinem Strandstuhl in La Colque und schaue dem Sonnenuntergang zu. Dieser Strandstuhl ist so bequem, wie man vielleicht hier auch sehen kann. Da habe ich jeden Tag drauf gesessen und abends habe ich es mir, wie gesagt, immer sehr hügelig gemacht und das sieht man hier. Da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Hast dir vielleicht selbst schon mal überlegt, einen Urlaub auf der Insel Rümö zu machen und bist jetzt dieser Entscheidung ein Stück näher gekommen und hast dich vielleicht auch dazu entschieden. Also ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Es ist immer eine Reise wert. Und gerade auch, wenn du ein bisschen Hygge erleben möchtest, die dänische Gemütlichkeit, eine Auszeit, mitten in der Natur zu sein, dann ist es dort einfach der für mich beste Ort, obwohl Dänemark natürlich viele, viele weitere schöne Orte auch noch hat. Dänemark ist einfach ein totales Herzensland. Darüber habe ich auf meinem Blog übrigens auch schon mal einen Beitrag geschrieben. Mein Herzensland Dänemark, was ich mit Dänemark verbinde. Wir selber fahren ja meistens nach Rümö. Deswegen drehen sich meine Vlogs überwiegend darum und das ist für uns eben auch so unser zweites Zuhause geworden. Ich denke, jeder hat in Dänemark so seinen Spot gefunden, wo er immer wieder gerne hinfährt, weil er sagt, das fühlt sich für mich einfach genau richtig an. Und das ist auch genau das, was ich jedem wünsche. Und für uns ist es halt eben Rümö. Ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du das Video angeschaut hast. Und nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast, unbedingt ein Follow bzw. ein Abo dazulassen. Das kostet dich nichts, es unterstützt mich einfach nur und ist so ein kleiner Dank vielleicht auch an meine Arbeit und würde mich einfach riesig freuen. Danke an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!